Ein neuer Fall für unseren Food Detective Martin Dunkelmann. Denn auch er stellt sich im Supermarkt das Honigregal. Die Frage aller Fragen. Ganz ehrlich, ich frage mich jedes Mal, was für einen ich kaufen soll. Welche Preisklasse und wo soll der eigentlich herkommen? Ich habe keine Ahnung. Schaut man aufs Etikett, wird schnell klar, im Regal steht Honig aus der ganzen Welt. Hier oben in der etwas günstigeren Abteilung steht zum Beispiel oft drauf, dass der Honig aus EU, was ja sehr viel sein kann, und sogar auch aus Nicht-EU-Ländern, was die ganze Welt ist. Landhonig klingt ja schön. Reicht es denn, wenn ich den günstigen nehme? Es wird schon stimmen, wenn die draufschreiben aus Bayern, oder? Den teuren Bio-Honig ab 10 Euro pro 500 Gramm findet man direkt neben dem günstigen Pendant ab 3 Euro. Mittelpreisige Honige kosten 5 bis 6 Euro. Aber wo liegt da der Unterschied? Food Detective trifft auf Profiler. Wenn wir besser werden, dann fällt es den Fälschern natürlich auf. Und Martin Dunkelmann besucht eine Großimkerei. Mein Kunde möchte ja kein Wasser kaufen, der möchte Honig kaufen. Wir wollen wissen, wie die großen Firmen ihre günstigen Honige abfüllen. Deshalb fragen wir bei den bekannten Marken nach. Leider müssen wir Ihnen eine Absage erteilen. Leider können wir Ihnen jedoch keine positive Rückmeldung zu Ihrer Drehanfrage geben. Wir bitten um Verständnis, Dreh geht nicht. Jetzt haben wir wirklich alle großen Honighersteller und Lieferanten angeschrieben und niemand will uns drehen lassen. Ich frag mich, warum? Der Einzige, der zusagt, Stefan Kumm. Ihm gehört eine der wenigen Großimkereien Deutschlands. Wie kommt der Honig nur eigentlich im großen Stil von der Wabe ins Glas? Er ist Imkermeister. Stefan, guten Morgen. Was machen wir jetzt? Wir gucken, ob es denen gut geht. Betreuung. Schutzkleidung brauchen die beiden nicht. Der Imker hat eine bessere Lösung. Wir machen jetzt Pappe, bis es ein bisschen brennt. Und dann machen wir Hanf drauf. Hanf? Hat sich bewährt. Es wird ein entspannter Dreh heute, glaube ich. Der Hanf macht natürlich nicht high. Er brennt nur gut und Rauch stellt die Bienen ruhig. Stefan Kumm vertreibt seinen Honig über einen Online-Shop. Die Nachfrage ist groß. Der Honig ist bio, regional und fast doppelt so teuer wie der durchschnittliche Supermarkthonig. Lohnt sich der Preis? Wir sind zum Beispiel biozertifiziert. Ich arbeite unter der Bioland-Flagge. Das heißt, ich habe einen ganz besonderen hohen Anspruch an meine Arbeit. Die Bienen dürfen nur in Holzkästen gehalten werden. Ich darf sie, wenn es geht, nur auf Bioflächen aufstellen. Ist natürlich in Deutschland sehr schwierig. Das Nachbarfeld kann schon wieder geflitzt sein, das weißt du nicht so genau. Ne? Bei der Imkerei macht nicht die Biene das Bio, sondern der Imker. Und zwar in der Produktion. Kittelchen, ne? Kittelchen. Was kommt? Stefan verarbeitet 6 Tonnen Honig pro Saison. Und Martin darf schon mal probieren. Erstmal ganz cremig, süß und vor allem genauso, wie ein Honig nachher im Glas schmeckt, wenn ich ihn kaufe, oder? Ganz genau. So wie du ihn jetzt hier aus der Wabe probierst, so muss er nachher auch im Glas sein. Ich darf dem Honig nichts zugeben, nichts entziehen. Der muss 100% so original bleiben, wie er jetzt schmeckt. Und dann ist es ein guter Honig. Dass man dem Honig nichts zusetzen darf, gilt doch aber auch für Großproduzenten, oder? Das gilt für Großproduzenten, aber außerhalb der EU eben nicht. Um dort die Effizienz der Bienenvölker zu erhöhen, werden die Honigwaben oft viel früher aus dem Bienenstock entnommen. Dann enthält der Honig zwar noch zu viel Wasser, aber die Bienen können schon früher neue Waben füllen. In der Fabrik wird dem Honig dann maschinell das überflüssige Wasser entzogen. Im EU-Ausland gängige Praxis, aber nicht illegal. Hinzugegeben wird nichts. Wir müssen den Wassergehalt immer mal wieder messen. 15, irgendwas, ne? 15, das ist perfekt. Mein Kunde möchte ja kein Wasser kaufen, der möchte Honig kaufen. Und je weniger Wasser, desto besser. Die Abfüllung des Honigs erledigen Maschinen. Die Honigwaben sind mit Bienenwachs verschlossen. Sie werden automatisch geöffnet und in einer Zentrifuge ausgeschleudert. Fertig ist der Honig. Zeit, das Endprodukt zu probieren. Schmeckt total lecker. Für mich schmeckt es tatsächlich als Laie wie viele andere Honige auch. Und wenn ich einen echten regionalen Honig haben will, der wirklich sortenrein ist, dann ist es halt sowas, ne? Genau. Der günstige Honig aus dem Supermarkt hingegen steht in der Kritik. Zu Recht. Um diese Frage zu beantworten, trifft sich der Food Detective mit einem Lebensmittelprofiler. Ich bin hier an der Uni Bayreuth. Hier gibt es einen Honigwissenschaftler, der nicht nur alle Honigsorten kennt, sondern auch weiß, wie man sie streckt. Und noch viel wichtiger, er hat ein Verfahren entwickelt, um Punchern auf die Spur zu kommen. Quasi ein Honigprofiler.
Professor Schwarzinger arbeitet seit Jahren daran, die Qualität von Honig sicherzustellen. Hallo, Herr Professor Schwarzinger. Hallo, Martin. Wir bereiten diesen Honig für eine Prüfung auf seine Echtheit vor. Wie ist es denn, wenn ich jetzt bei mir in den Supermarkt gehe und dort Honig kaufe? Habe ich da gefälschten Honig im Regal? Ist diese Gefahr real? Wir haben in Deutschland einen sehr großen Importmarkt für Honig. Und da gibt es natürlich jetzt Risiken. Nur 25% unseres Bedarfs werden vom regionalen Imker abgedeckt. Der Rest wird importiert. Wichtig für die Honigindustrie ist also, Fälschungen zu erkennen, bevor sie auf den Markt kommen. Da steht ja sehr oft sehr markant drauf, wo der Honig herkommt. Schwarzwald. Sind diese ganzen Angaben eigentlich bindend? Also ist er denn wirklich aus dem Schwarzwald oder kann man da auch ein bisschen fuschen? Da darf man nicht fuschen. Auf vielen Etiketts steht Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Hier sind Qualität und Herkunft unklar. Der Honig kann von überall herkommen und es werden verschiedene Honige zusammengemischt. Steht nur Bio-Honig drauf, ist die Herkunft auch nicht klar. Aber der Honig ist frei von Chemikalien oder Medikamenten. Wird die Herkunft aber klar genannt, muss der Honig auch aus dieser Umgebung kommen. Wie ist es bei sowas wie Karibik-Honig? Dann muss er aus der Karibik kommen. Das ist aber auch eine Herkunftsangabe. Die Karibik ist ja auch räumlich eingegrenzt. Da muss er auch wirklich dort herkommen. Doch wie wird verhindert, dass auf dem Label die Herkunft gefälscht wird? Das Verfahren von Professor Schwarzinger erstellt einen individuellen Fingerabdruck von jeder Honigprobe. Eine KI erkennt dann, ob die Pollen im Honig mit den Verhältnissen vor Ort auch wirklich übereinstimmen. Für uns nimmt der Honig aus dem Schwarzwald und den günstigen Bestseller aus dem Supermarkt unter die Lupe. Das sieht man gerade in diesem Bereich hier ganz deutliche Unterschiede. Ja, im Kastanienhonig sind hier Moleküle drin, hier sind Signale zu sehen, die in diesem Honig nicht sind. Und wenn Sie jetzt quasi nur gucken wollten, ob dieser Discounter-Honig auch wirklich der ist, der beworben wird, hätten Sie wahrscheinlich schon den Graphen vom letzten Jahr da und könnten gucken, die sind genau gleich. Dann weiß man ungefähr, wie sieht dieses Produkt aus und dann kann man tatsächlich auch Produktvergleiche durchführen. Das Verfahren funktioniert gut und so prüfen die großen Hersteller ihre Ware schon vor der Abfüllung. Auf die Herkunftsangabe auf dem Label kann man sich also verlassen. Das Problem aber, immer wieder versuchen Händler, Honig mit Zuckersirup zu strecken, um Gewinne zu maximieren. Ist Honig einfacher zu fälschen als ein anderes Lebensmittel? Honig ist ein vergleichsweise einfach zu fälschendes Lebensmittel. Ich verfälsche mein Lebensmittel im Wesentlichen mit seinen Hauptinhaltsstoffen. Honig besteht nämlich aus Wasser und nur etwa 2% aus Eiweißen, Enzymen und Mineralstoffen. Der Rest, knapp 80%, sind Kohlenhydrate, vor allem Zucker, also Glucose. Glucosesirup ist eine Grundzutat in der Lebensmittelindustrie und ist tatsächlich sehr, sehr günstig. Wenige $100 und Sie bekommen eine Tonne davon. Das heißt, es lohnt sich, wenn ich mein Honig mit Glucosesirup strecke. Das lohnt sich richtig. Aber schmeckt man das nicht? Für uns baut der Wissenschaftler einen Fake-Honig nach. Als Basis dient flüssiger Zucker. Honig ist sehr flüssiger. Wir geben jetzt ein ganz klein wenig, und zwar nur einen Tropfen von einer Zuckerfarbe dazu. Es ist erstaunlich, wie ähnlich die Farbe ist, oder? Ich würde jetzt auf den ersten Blick auf einem Brot geschmiert. Ja, es ist halt ein süßer Aufstrich. Und wenn man das noch mit den richtigen Honigsorten mischt, wird es schon schwer, das rauszufinden. Gepanschter Honig schmeckt also wie Honig, sieht aus wie Honig und ist in der Produktion deutlich günstiger als das Original. Ist das eigentlich so wie so eine Art Katze-und-Maus-Spiel zwischen den Fälschern und Ihnen, die den Betrug aufdecken wollen? Wenn wir besser werden, dann fällt es den Fälschern natürlich auf, weil weniger ihre gefälschten Waren durchkommen. Je genauer der einzigartige Fingerabdruck des Honigs abgetastet werden kann, desto schneller fällt auch mit Zuckersirup gestreckte Ware auf. Die Industrie nutzt das Verfahren standardmäßig und deshalb ist Professor Schwarzinger überzeugt, man kann sich auf den Honig aus dem Supermarkt verlassen, egal ob teuer oder billig. Aber nicht kontrolliert werden Honige, die man im Internet aus dem Ausland bestellt. Ist der Preis also ungewöhnlich günstig, heißt es lieber Finger weg. Was also kauft unser Food Detective Martin nach seiner Recherche im Supermarkt ein? Teuer oder günstig? Ich wollte herausfinden, welchen Honig kann ich denn mit gutem Gewissen kaufen? Die gute Antwort ist, jeden davon. Denn dieses Produkt ist bei uns in Deutschland so gut reguliert, dass ich auch zum günstigen Honig greifen kann. Der Vorteil von Bio-Honig, die Bienen werden artgerecht gehalten und auf die Zugabe von Medikamenten verzichtet der Imker auch. Der Honig ist sortenrein, das heißt, man kann sich zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen entscheiden. Aber auch die günstige Alternative ist Honig pur. Ihm wird nichts hinzugefügt und er schont den Geldbeutel.